Moin, ich bin Erik, Mitbegründer von Hamburg Werbefrei und leide unter der extrem gestiegenen Belastung durch Außenwerbung in Hamburg. Zuerst will ich das Problem beschreiben. Dann berichte ich über unsere Volksinitiative, unseren Plan, unsere Etappenerfolge, was als nächstes kommt und wie man sich einbringen kann. Also, Hamburg Werbefrei, was ist das Ziel? Vorab, der Name ist eigentlich zu plakativ. Werbung ist nicht gleich Werbung. Eine Stadt ist immer auch ein Marktplatz, ein Geschäft, ein Verein, eine Ware oder Dienstleistung, ein kulturelles Angebot zu bewerben, das ist natürlich alles legitim. Es geht uns um die Grenze zwischen Werbung und systematischer Belästigung über Macht und Vereinnahmung. Diese Grenze wird aktuell von Werbekonzernen massiv verletzt. In etwa wie Spam und Pop-ups im Internet, nur viel schwerer zu blocken. Ihr kennt vielleicht die neumodischen Werbebildschirme, die sehr grell sind und stark störende Bildwechsel zeigen. Um die geht es hauptsächlich. Die habt ihr vielleicht schon einmal gesehen. Zum Beispiel auf dem Weg hierher. Das sind Plakatwechsler und Riesenbildschirme vom sogenannten City Light Typ, die in den letzten 20 Jahren aufgekommen sind und mittlerweile das Stadtbild beherrschen. Ihr seht unmittelbar, wie man die Stadt wieder aufwerten könnte. Zack. Und das ist der Plan. Die sogenannten City-Light-Anlagen arbeiten alle mit stark störenden Bildwechseln, sind hinterleuchtet und dadurch wesentlich auffälliger als eine klassische Plakatwerbung. Für diese Anlagen hat Hamburg den öffentlichen Raum an zwei Werbekonzerne vergeben. 2007 wurden Verträge für ursprünglich 15 Jahre mit Ströer, damals Deutsche Städtemedien, und Wall Deco, JC Deco, geschlossen. In anderen Städten passiert das parallel. So wird die Durchkommerzialisierung des öffentlichen Raumes betrieben und eine neue Normalität geschaffen. Wir wollen eine Stadt, die im Einvernehmen mit ihren BewohnerInnen gestaltet wird, und zwar nicht zugeschnitten auf den Abgestumpftesten, dem das alles egal ist, auf die Unempfindlichsten, sondern inklusiv. Stichwort Reizfilter. Den Begriff der störenden Häufung und des störenden Umfangs von Werbeanlagen beispielsweise gibt es nach jetziger Rechtslage in den Bauordnungen. Er wird allerdings ausgesprochen lax ausgelegt. Das Ausmaß, insbesondere die Reizintensität der Außenwerbung, hat seit Abschluss der Verträge enorm zugenommen. Was ist das Problem? Es kann doch jeder aufstellen, was er will. Im öffentlichen Raum sollte die Freiheit des einen jedoch dort enden, wo die der anderen beginnt. Zum Beispiel die Freiheit, auch mal nicht Konsumentin zu sein. Der Teil der Werbebranche, der sich Out of Home nennt, vermarktet Blickkontakte von PassantInnen an Werbekunden. Anders als es bei anderen Formen von Werbung schon längst Pflicht ist, werden die PassantInnen nicht gefragt. Wie soll das auch gehen? Vielleicht möchtest du ja auf dem täglichen Weg zur Arbeit mal den Kopf freikriegen. Vielleicht eigene Gedanken weiterentwickeln. Dich vielleicht angeregt unterhalten, ohne von Autowerbung unterbrochen zu werden. Ich erinnere mich an ein Hamburg, in dem das alles uneingeschränkt erlaubt war. Schauen wir einmal auf das Ausmaß. Rede ich von ein paar Plakaten, wie der zuständige Verkehrssenator gern sagt. Mitnichten. Wir beobachten eine umfassende Umgestaltung der Stadt nach den Vorstellungen der Außenwerbeindustrie. Diese Industrie hat jedes Maß verloren, sich großzügige Konzessionen gesichert und lotet die Grenzen voll aus. Der Senat gewährt ihnen sogar Ausnahmen von geltenden Schutzverordnungen. Die Stadt wird als unruhige, nervenaufreibende, privat bespielte Dauerwerbesendung neu gedacht. Jeder rote Punkt auf der Karte ist eine digitale, jeder lila Punkt eine noch nicht digitale Werbeanlage eines der City-Light-Typen. Zum Vergleich, die Kantenlänge der Binnenalster, das hellblaue Gewässer in der Mitte ist unter einem halben Kilometer, stehen also dicht an dicht. Durch die hohe Dichte, die Konzentration an Verkehrsachsen und Haltestellen des ÖPNV ist es völlig unmöglich, dem auszuweichen. Das kann doch nicht auf einmal Bedingung für das Leben hier geworden sein. Es geht uns bei der INI darum, dass Hamburg die Außenwerbung wieder auf ein halbwegs erträgliches Maß reduziert und die urbane Umgebung mehr für die darin lebenden Menschen gestaltet, nicht für Marken. Und da kommt unser Gesetzentwurf ins Spiel, den ich im übernächsten Teil vorstellen werde. Die Gegenseite behauptet, es seien in Hamburg 1000 Werbeflächen weggefallen, seit die Verträge geschlossen wurden. Soweit ich weiß, stammt die Behauptung vom Fachverband Außenwerbung und der Senat hat sie sich zu eigen gemacht.
und hat es mittlerweile mit Gesamtzahlen bestätigt. Gesamtstädtisch ergibt sich seit 2008 ein Rückbau von Werbeträgern auf öffentlichem Grund um ca. 21%, was tatsächlich etwa 1000 entspricht, sogar ein bisschen mehr. Das ist aber Augenwischerei. Diese Zahl bezieht sich auf unbewegte, einfache Werbeflächen, die aber durch neue, sehr reizintensive Formate ersetzt wurden. Aufgrund dieser strategischen Geschäftsentscheidung läuft der Zubau digitaler Werbeanlagen auf Hochtouren. Die Grafik zeigt den Zuwachs oder Zubau an volldigitalen Anlagen zwischen 2015 und 2022. Es sind mittlerweile weit über 400 Stück, über 470 haben wir gezählt. Und in den Jahren davor gab es einen regelrechten Boom an City-Light-Anlagen mit scrollenden Plakaten. Dass es in der Summe nun weniger sind, heißt nicht etwa, dass die Werbebelastung geringer geworden wäre. Diese Behauptung ist grob irreführend. Und ein bisschen Rücksicht auf reizempfindlichere Menschen sollte auch nicht so viel verlangt sein. Victim-Blaming, wie du kannst ja wegschauen, wenn es dir nicht gefällt, verbietet sich angesichts des Ausmaßes des Problems von allein. Eine Reduktion der Außenwerbung auf ein vertretbares Maß hätte zudem viele weitere Vorteile für die Stadt, Mensch und Umwelt. Ich gehe auf 4 Punkte ein. Da ist zunächst der ungeheure Ressourcenverbrauch der Anlagen, insbesondere der digitalen. Das sind bereits über 12% der Anlagen, die momentan installiert sind. In der Innenstadt über die Hälfte, man hat es auf der Karte gesehen. Der Stromhunger einer digitalen City-Light-Anlage entspricht dem mehrerer Haushalte. Das skaliert natürlich mit der Größe, aber auch bei dem Format mit der kleinsten Oberfläche, CLP, ist es schon gewaltig. Die Zahlen stammen übrigens nicht von uns, sondern die haben wir nach einigen Anfragen der Stadt aus der Nase gezogen, beziehungsweise tatsächlich aus Designrichtlinien, aus Designdokumenten, die in Berlin vorgelegt wurden, entnommen. Und oft sind sie doppelseitig. Also die Angaben beziehen sich auf eine einzige Seite, einen einzigen Bildschirm von so einer kleinen Anlage. Wir haben Wärmebildaufnahmen gemacht, die wir auch gerne alle zur Verfügung stellen. Muss ich, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Völlig überflüssige Stromverschwendung, besonders beim Mittag im Sommer. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Aspekt, der problematisch ist. Sichtbehinderung und Ablenkung. An solchen Stellen dürfte nach Straßenverkehrsordnung wohl nie ein Fahrzeug abgestellt werden, eine Hecke stehen oder ein normales Plakat aufgehängt werden. Hier wird ein dauerhafter Aufbau behördlich genehmigt und alle potenziellen Probleme werden auf Nachfrage geleugnet. Probleme ergeben sich auch bei schlechten Sichtverhältnissen, vor allem nachts. Diese ungerichteten Wechsellichtquellen tragen nicht etwa zur Straßenbeleuchtung bei, sondern sie blenden das Auge und irritieren. Das ist wohl bekannt. Wir prüfen gerade, ob die Vorgaben des Bauprüfdienstes überhaupt eingehalten werden, weil die Behörden es offenbar nicht tun. Das spricht, glaube ich, für sich. Das ist aus einer Studie, die Wall Deco selbst durchgeführt hat und mit der sie für das Werbeformat Digital Out of Home werben. Und zwar zeigt die Tabelle für zwei Klassen von Straßenverkehrsteilnehmenden jeweils die sogenannte Fixierungsquote, also wie lange das Auge auf den Werbeanlagen verweilt. Die Ergebnisse zeigen, dass Autofahrende von digitalen Werbeanlagen abgelenkt werden. Deutlich länger als von nicht-digitalen. In jedem Fall beträgt die durchschnittliche Ablenkungsdauer aber weit über eine Sekunde. Damit werben die, das ist Vorsatz. Die sehr hohe Leuchtdichte und die häufigen animierten Bildwechsel sind unbestreitbar Teil des Konzepts. Man macht sich zunutze, dass solche Reize Gefahr bedeuten können, um Menschen zum Hinschauen zu zwingen. Die wissen genau, was sie tun. Ich halte das sogar für gewerbsmäßige Nötigung im Straßenverkehr, was da erlaubt wird. Dem sollte man definitiv mal weiter nachgehen. Die Stadt sieht die Beweislast für eine eventuell erhöhte Unfallgefahr indessen bei uns. Vom Vorsorgeprinzip hat man offenbar noch nicht gehört. Unerwünschte Massenwerbung ist eine Form der Verschmutzung unserer Umgebung, zum Beispiel durch Lichtverschmutzung. Nach einer Definition des BUND ist Lichtverschmutzung die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen. Das ist nachweislich schädlich für Menschen und viele Tierarten, die im Stadtraum und drumherum leben. In gewissem Umfang ist es sicher unvermeidlich, aber der jährliche Zuwachs an Lichtverschmutzung beträgt in Deutschland ca. 6% geschätzt. Bessere Straßenlaternen können helfen, aber eben auch die Abschaltung überflüssiger Werbeanlagen.
Öffentlicher Raum. Tja, was soll ich sagen? Es ist ein jämmerlicher Ausverkauf. In Hamburg werden die Fahrgastunterstände an den Bushaltestellen direkt durch Werbeträger finanziert. Vertraglich ist das gekoppelt. Man nennt das Stadtmöblierung. Die Werbeeinnahmen finanzieren die Infrastruktur also direkt, aber auch indirekt, zum Beispiel bei Radwegen und bei U-Bahn-Haltestellen. Für die Verkehrsbetriebe tatsächlich eigene Verträge nochmal haben. So nehmen Stadt- und Verkehrsbetriebe sich die Möglichkeit, sich von diesen Partnern einfach loszusagen. Darauf komme ich später noch zurück. Aber auch der Öffentlichkeitsbegriff, auf den sich die Werbefirmen und ihre Helfer in der Politik berufen, ist platt und billig. Die Öffentlichkeit, die da vermeintlich hergestellt wird, ist top-down, fake und monopollastig. Die politischen Debatten, an denen wir teilgenommen haben, machen mich perplex. Die Werbung wird von VertreterInnen der Stadt mit allen Mitteln verteidigt. Der Narrativ wandelt sich von mit Werbung muss eine mündige Konsumentin umgehen können, so, das ist total wichtig, damit KonsumentInnen informiert sind. Die Anlagen gelten auf einmal als unverzichtbar für, Zitat, niedrigschwellige Bürgerinformationen und sogar für Katastrophenschutz. Ja, haben wir auch gedacht. Wichtig-Washing nenne ich diese Strategie, ist eine Form des Washings. Und es ist gefährlich, dem auf den Leim zu gehen, denke ich. Jede Normalität, jede neue Normalität hat Argumente, weshalb sie angeblich nie wieder in Frage gestellt werden darf. Auch die Monsterbildschirme haben nun mit dem Ausspielen von Cut-Warnmeldungen, Ergebnis jahrelanger Lobbyarbeit bei den Ministerien in allen Bundesländern, scheinbar ihren perfekten Widerhaken gefunden. Also die gehören jetzt tatsächlich, hat man heute vielleicht auch gesehen, bei dem Großbrand in Rothenburgs Ort, zu der Katastrophenwarninfrastruktur dazu. Das haben sie hinbekommen. Darf man sie natürlich nicht mehr abbauen. Ein marginaler Nutzen mag vorhanden sein, das kann ich nicht abstreiten, aber es bleiben eben Werbescreens. Und öffentliche Infrastruktur als Werbegimmick finden wir generell keinen sinnvollen Denkansatz. Cell-Broadcast, Autoradio, Nachrichten und die Anzeigen an den Bushaltestellen, insbesondere sollten diesen Anwendungsfall viel besser abdecken. Und eine noch so clevere Sekundärnutzung einer Sache, die es nicht geben sollte, rechtfertigt diese noch nicht unbedingt. Öffentlicher Raum, Werbung, Werbung ist Information. Als Informatiker denke ich bei Informationsgehalt ja an einen positiven Wert, den ich in Bit angeben kann. Durch Wiederholung wird er nicht größer, durch sinnfreie Animationen auch nicht. Ich merke an mir selbst, dass es mich dümmer macht, wenn ich versehentlich doch mal auf einen der Bildschirme blicke. Kurzum, ich sehe darin netto Desinformation, einen negativen Wert. Nicht in jedem Fall vielleicht, aber netto. Und wenn ich weiß, der Person, die mir entgegenkommt, erging es ähnlich und das aufmultipliziere, holla die Waldfee, sollte jemand diese Macht haben? Für die, die werben wollen, treibt die Eskalation an Dichte und Mitteln einfach die Aufwendungen hoch. Irgendjemand muss den Strom ja bezahlen, ohne dass auf Dauer der Effekt besser sein kann. Wie soll das auch gehen? Der Kuchen wird ja nicht größer. Von der Eskalation der Reizdichte profitieren nur die, die sie betreiben. In der Sitzung des Verkehrsausschusses, in der wir unser Anliegen vorgestellt haben, wurden die Infotainment-Inhalte der Firma Ströhr allen Ernstes mit der FAZ verglichen. Und zwar nicht von VertreterInnen des Fachverbands Außenwerbung, sondern von welchen der Stadt. Umso bizarrer war angesichts dessen die Reaktion des Senats auf den Begriff Unterrichtung der Bevölkerung über kulturelle Angebote in unserem Gesetzentwurf. Mit diesem Begriff wollen wir eine Quote für Kulturwerbung einrichten, mehr nicht. Konzertankündigungen etc. Ganz ähnliche Bestimmungen gelten bereits. Aber Vertreter des Senats haben ihn in der Sitzung wiederholt absichtlich unvollständig zitiert und daraus Unterrichtung der Bevölkerung gemacht und sich daraufhin argumentativ dem Vertreter der AfD angeschlossen, um Stimmung gegen unser Vorhaben zu machen. Weil es sei ja voll die Bevormundung. Also, die Stadt vergibt den öffentlichen Raum, wäscht sich die Hände von jeglicher Verantwortung über die Inhalte, mit denen er nun einseitig bespielt wird, raubt den Menschen die Gedankenfreiheit selbst beim Warten auf den Bus, hat selbst eine Quote für Eigenwerbung der Behörden ausgehandelt, betont die Wichtigkeit der Anlagen für niedrigschwellige Bürgerinformation und dann werfen Vertreter einer rot-grünen Regierung uns vor, dass der Begriff Unterrichtung der Bevölkerung über kulturelle Angebote angeblich nicht marktwirtschaftlich und damit nicht zulässig sein kann. Dabei ist es doch gerade die einfältige Werbung der auf Übersättigung gefahrenen republikweiten Megakampagnen, die dem fairen Wettbewerb zuwiderläuft. Beispiel Telekom-Werbung. Die Werbung von Handynetzbetreibern. Die Werbung der Oligopolisten, die ihre austauschbaren Produkte als Lifestyle vermarkten. Ihr habt vielleicht die von Vodafone gesehen. War das Vodafone? Kann ich nicht auseinanderhalten. Die ist überproportional vertreten. So viel kann man sicher sagen. Informationen zu deren tatsächlichen Eigenschaften oder zu datenschutzfreundlicheren, kleineren Alternativen fehlen.
kommen natürlich unterproportional vor. Vielleicht sind diese Firmen etwas ethischer unterwegs und wollen dagegen nicht anstinken. Und das sollten sie meines Erachtens auch nicht müssen. Durch die Bildschirme entsteht keine Öffentlichkeit, sondern Vereinzelung der Menschen vor den Werbeinhalten, nun auch per Zwang in der Stadt. In der geballten Geistlosigkeit, mit der ganze Städte im Rhythmus der banalen Inhalte zwangsweise durchgetaktet und die Menschen in eine passive Rolle gedrängt werden, sehe ich vielmehr eine unwürdige, entwürdigende Gleichschaltung. Eintönigkeit statt Pluralismus. Aber genug gemeckert, wir wollen es ja ändern. Der Plan. Wir wollen durch eine Änderung der Bauordnung problematische Formen von Außenwerbung einschränken und das Stadtbild ästhetisch aufwerten. Es wird eine Art Best-of der Landesbauordnung. Und zwar beginnen wir mit einer Liste der weiterhin erlaubten Werbeanlagen. Werbung an der Stätte der Leistung, das heißt Geschäfte zum Beispiel, dürfen selbstverständlich ihre Schaufenster, ihre Ladenschilder behalten. Das sind ja auch Werbeanlagen im Sinn des Gesetzes, aber die sind erlaubt. Wenn man uns vorwirft, das verbieten zu wollen, dem Einzelhandel schaden zu wollen, das ist reine Stimmungsmache. Das ist nicht wahr. Temporäre Anlagen, das heißt Sportveranstaltungen, Konzerte und so weiter, können unverändert auf Sponsoring bauen. Das verändert ja nicht dauerhaft den baulichen Charakter der Stadt. Fahrgastunterstände, Achtung, da gibt es einen Unterschied. Und zwar Plakate bis A0, beleuchtet, aber nicht hinterleuchtet. Und wenn es geht, die Hälfte kommerziell, die Hälfte nicht kommerziell. In Gesprächen haben wir festgestellt, dass das tatsächlich eine gute Idee ist. Veranstaltungshinweise und ähnliches, das ist die Werbung, die viele Menschen wirklich sehen wollen. Klassische Litfaßsäulen, kein Problem. Stört kaum, finden viele gut, finden wir auch gut. Einzelne Flächen auf privatem Grund, Größen- und Höhen beschränkt, nicht hinterleuchtet, nicht bewegt. Also die klassische Plakatwand. Ja, die riesige iPhone-Werbung an der Fassade muss unserer Meinung nicht sein. Nicht mehr zulässig sind Bewegtbilder, digitale Bildschirme, hinterleuchtete Werbung, Einzelplakate, die größer sind als A0 oder die in über 5 Metern Höhe aufgehängt sind. Störender Umfang, störende Häufung, haben wir dadurch halt etwas präzisiert. Es gibt natürlich Übergangsfristen, wenn jemand irgendwie eine Werbeanlage hat, die zu hoch ist. Auf unserer Homepage ist es genau erklärt und da findet sich auch der Gesetzentwurf in voller Pracht. Ob der übrigens auf U-Bahnhöfe anwendbar ist, bleibt abzuwarten. Wir dachten es anfangs nicht, aber es konnte sich herausstellen, dass sie als öffentlicher Straßenverkehrsraum oder öffentlicher Verkehrsraum gewertet werden. Die Rechtsprechung ist da wohl nicht eindeutig. Das wäre gut, da müssen wir nicht nochmal ran. Zur Entstehungsgeschichte verweise ich gern auf ältere Vorträge, zum Beispiel beim 37C3. 2020 fingen wir zu 5 an, ungefähr. Im Laufe der Zeit haben wir dann immer mehr MitstreiterInnen gewonnen. Berlin werbefrei ist unser Vorbild und wir teilen uns die wichtigste Ressource, nämlich die juristische Expertise. Gemeinsam haben wir den Verein Public Spaces e.V. gegründet. Fadi El Ghazi, Anwalt und Gründer von Berlin werbefrei, hat unseren Gesetzentwurf aufgesetzt. Kürzlich nochmal etwas nachgebessert. Die Sammelphase begann im April und ging knapp 6 Monate lang und war erfolgreich. Danke. Wenn ihr auch eine Volksinitiative machen wollt, hier einige Tipps. Habt einen Gesetzentwurf. Habt einen professionellen Auftritt. Nehmt die Sammelphase ernst. Legt sie nicht in den Winter. Fangt nicht zögerlich an, sondern sammelt volle Kanne. Ansonsten wird aus dem Wettlauf gegen die Zeit zittern und bangen. Seht zu, dass ihr genug extrovertierte, gut gelaunte Mitglieder am Start habt, die sich die Zeit nehmen, rumzulaufen, wirklich Kontakte zu knüpfen und die anderen mitzureißen. Seht zu, dass ihr ein ordentliches Monitoring habt, was die gesammelten Unterschriften angeht, damit ihr immer wisst, wie viel noch fehlt. Wir hatten zwar eine gemeinsame Tabellenkalkulation im CryptPad, aber doppelte Buchführung ist echt besser. Diese Kurve hatten wir permanent im Blick. Und wenn man die linear extrapoliert hat, dann hat man eine ganze Weile gesehen, dass wir ein Problem haben. Irgendwann haben wir dann tatsächlich geschafft, einen Zahn zuzulegen, auch dadurch, dass wir einfach mehr wurden, die sich dann des Sammelns annehmen konnten. Das Sammeln war überraschend anstrengend, hat aber enorm viel Erkenntnisgewinn gebracht. Interessante Reaktionen, neue Ideen, neue Leute kennengelernt. Manche haben auch spontan beschlossen, mitzumachen. Bei anderen stand die Zustimmung zu unserem Regulierungsentwurf eher am Ende einer verkopften Abwägung, was zum Teil auch am Namen lag. Ganz werbefrei?
Der plakative Name kann abschreckend wirken. Wir hatten deshalb laminierte Bögen mit Beispielen und konnten dann zum Beispiel zeigen, dass die klassische Litfaßsäule bleibt und sinnvolle Werbung darauf sogar gefördert wird. Wenn man diese Hürde einmal genommen hatte, dann war die Erfolgsquote außerordentlich gut. Und bei manchen braucht es keine lange Erklärung. Sie kamen schnurstracks auf uns zu und dann ist es aus ihnen nur so herausgesprudelt, wie knorke sie das finden, dass endlich mal jemand was unternimmt. Sicherlich gibt es auch einen Auswahlbias. Manche Leute machen einfach einen großen Bogen um solche Stände. Man weiß dann auch nicht, was die wirklich meinen. Aber ich gewann den Eindruck, dass bis auf die Werbetreibenden kaum jemand begeistert ist von den Bildschirmen. Höchstens gelangweilt, nicht selten genauso erbost wie wir. Und tatsächlich, auch MitarbeiterInnen von Agenturen und gar von den Branchenriesen haben sich getraut zu unterschreiben. Vorausgesetzt, man bekam sie allein oder zu zweit zu einem Gespräch. Ich muss sagen, das war eine Minderheit, aber es hat mich jedes Mal voll gefreut. Weil das ja auch kein selbstverständlicher Schritt ist, so über den eigenen Schatten zu springen, wenn der Job scheinbar dranhängt. Aber auch manche von denen meinten, dass das zu weit geht. So, wir haben auf der Straße gesammelt, an Infoständen, bei Demos und durch den unermüdlichen Einsatz mancher Mitstreitender auch immer mehr Läden für das Projekt gewinnen können, bei denen sich diese Listen ausgelegt haben. Die hatten wir vorher produzieren lassen, also haben wir vorher gedruckt. Hinterher konnten wir uns sehr herzlich bedanken, denn das hat viele Unterschriften gebracht. Außer dem persönlichen Betroffensein gibt es eben den Gesamtkontext, in dem dieses System des Out-of-Home eine Rolle spielt. Die wachsende globale Umweltkrise durch gedankenlose Ressourcenverschwendung, die auch durch Werbung angeheizt wird, die diesen lokalen Läden gar nicht nützt. Am Ende hatten wir über 15.000 Unterschriften in einem dicken Koffer zum Rathaus gebracht. Es kamen noch einige hundert zu spät mit der Post, also auch darauf muss man gefasst sein. Als wir beim Sammeln auf den unglaublichen Stromverbrauch hinwiesen, fing das Greenwashing auf den Bildschirmen an. Dazu zähle ich auch diese Stromsparkampagne der Bundesregierung, die monatelang über die nagelneuen digitalen Bildschirme flimmerte. Ich sehe darin auch ein Beispiel, wie die ungeheure Meinungsmacht von den Werbekonzernen leicht ausgespielt werden kann, um die öffentliche Meinungsbildung auch im eigenen Sinn zu beeinflussen. Dann kam die Stromsparverordnung aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Doch diese Verordnung wurde sehr schnell korrigiert, es wurde sehr schnell zurückgerudert, obwohl es ursprünglich hieß, Werbeanlagen sollten nur von 16 bis 22 Uhr laufen. Das setzte dem Ganzen für uns die Krone auf. Das Presseecho war generell sehr wohlwollend, was ich mal darauf zurückführe, dass viele in den Redaktionen auch die Schnauze gestrichen voll haben von der Vermüllung der Stadt und der Informationssphäre. In einem Fall wurde mir das auch genauso zugetragen. Nicht nur die Berichte haben mich durch die Bank positiv überrascht, sondern sogar die Kommentare. Das ist echt selten. Wir haben auch mehrere längere Interviews gegeben, die viel Spaß gemacht haben und das hat der Sache echt auch geholfen. Nun kommt ein etwas unerfreulicherer Teil, denn statt einfach unseren Entwurf dem Parlament vorzulegen, was möglich gewesen wäre, nachdem wir die erste Phase gewonnen hatten, hat der Senat uns vor Gericht gezerrt. Dies scheint im Moment der normale Modus operandi zu sein. Es befinden sich meines Wissens nach aktuell noch drei weitere Initiativen in der Schwebe. Bei einer ist bald eine mündliche Verhandlung, muss ja gucken. Die Stadt hat sich durch die enorm langen Vertragslaufzeiten zu abhängig gemacht und nun ist auf einmal diese Bequemlichkeit gefährdet, ist meine Interpretation. Da kommen heftige Beharrungskräfte ins Spiel. Es scheint im Laufe der Jahre ein paar Rechtsstreitigkeiten tatsächlich zwischen der Stadt und den Partnern gegeben zu haben. Bisher wagt es niemand wirklich gegen Ströer und Dekot zu regieren in Hamburg. Und nun wollen sie uns für weitere 15 Jahre binden. Also weitere Verträge aushandeln, ist ja aktuell bei. Die Bevölkerung der Stadt soll da kein Wort mitzureden haben, obwohl wir die Betroffenen sind. Die Objekte. Sie argumentieren im Antrag ans Landesverfassungsgericht allen Ernstes, es sei verfassungswidrig, sich ein weniger hässliches Hamburg zu wünschen. So kann ich zusammenfassen. Wegen Grundrechten von Grundstückseigentümern und Werbetreibenden, die angeblich schwerer wögen. Es soll wohl nicht verfassungswidrig sein, die Stadt so zu verschandeln, unserer Meinung, oder Menschen als Objekte zu behandeln. Aber hauptsächlich ging es gar nicht um diese abgedroschenen Argumente, sondern für manche geht es immer nur ums Geld. Und schauen wir uns das mal genauer an, um wie viel Geld es eigentlich geht. Ist das ein kostenloser Geldsegen für die Stadt?
Die Zahlen vom Senat sind ungünstig gerechnet, um unserer Initiative einen möglichst großen Eingriff ins Budgetrecht zu unterstellen. Das wäre nach dem Gesetz ein Grund gegen die Zulassung des Volksbegehrens. Also lege ich die mal zugrunde. Dann unterschätzen wir es nicht. Es geht um maximal 70 Millionen im Jahr. Wobei ignoriert wird, dass die natürlich nie ganz wegfallen werden, weil Werbung ja gar nicht verboten, sondern lediglich reguliert wird. Und Werbung in Hamburg auch kein substituierbares Gut ist. Jetzt nicht sagen, machen wir stattdessen Werbung woanders, wenn man Werbung in Hamburg machen will. Und wenn es dazu weitere Möglichkeiten gibt, dann könnte deren Preis steigen. Und wir haben auch sehr wohl einen Ausgleich, einen realistischen Vorschlag zur Gegenfinanzierung gemacht. Geschenkt. Dass das alles ignoriert wird. Ja, man kann davon eine Menge werbeverseuchte Radwege und werbeverseuchte Bushaltestellen kaufen. Das Hauptargument des Verkehrssenators. 70 Millionen sind nicht unbedingt vernachlässigbar im Budget, aber letztlich sind es eben nur 35 Euro pro Kopf pro Jahr. Und das ist der völlig überzogene Maximalwert. Pro Tag sind das wie viel? 10 fucking Cent. Sagt mir, wenn ich falsch liege. Und das soll ein guter Deal sein. Das wäre dann quasi die Gebühr für eine werbefreie Stadt. 10 Cent pro Tag. Das sollte sich doch irgendwie auftreiben lassen, wenn nur der Wille da ist, der politische Wille. Meint ihr nicht? Aber wartet, dieses Geschäft wird nicht sauberer, wenn man weiter drüber nachdenkt. Das Geld ist ja nicht umsonst. Es wird ja auch etwas verkauft. Es gibt externalisierte Kosten. Nicht vernachlässigbar mag der Budgetposten sein. Nicht vernachlässigbar sind aber auch der ökologische und der mentale Fußabdruck der Werbung, wenn man so will. Ökologisch sollte völlig klar sein. Der Beitrag von Werbung zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, sowohl direkt als auch mittelbar, ist nicht vernachlässigbar. Da gibt es auch Studien zu. Wir sammeln auch noch weiter. Also wenn ihr welche habt, dann gern zuschicken. Mentaler Aspekt. Da ist zum einen die Belastung durch den Zwang, die ungewollten, stresserzeugenden Bilder rezipieren und verarbeiten zu müssen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch das Ignorieren kostet Kraft. Und auch die Erwartung, dem draußen wieder zu begegnen, kann belastend sein. Und die zermürbende Wirkung kumuliert sich. Darüber hinaus gehören zu den versteckten Kosten der Werbung auch Opportunitätskosten. Den Wert der Gedanken, die da gerade durch Spam-Botschaften von Parship oder Vodafone überschrieben werden, oder auch den Wert der Ruhe und Muße, neue Gedanken zu fassen, veranschlagt der Senat demnach pauschal mit maximal 10 Cent pro Kopf pro Tag. Nun ist es schwierig, subjektive und eigentlich aus guten Gründen nicht marktgerechte Güter in Euro aufzurechnen, was ja auch mit ein Grund ist, warum der Schwindel funktioniert. Aber das ist auch gar nicht nötig. Ich brauche nur zu fragen, ist das mehr wert als 10 Cent? Das Geld ist kein Geschenk. Es wird auf unsere eigenen Kosten erwirtschaftet. Denn was sind Blickkontakte? Die Währung der Außenwerbung, anderes als gestohlene Momente. Man wirft uns vor, gar nicht zu verstehen, um welche finanziellen Dimensionen es geht, regelmäßig. Doch, doch, das verstehen wir sehr gut. Was die Gegenseite nicht verstehen will, ist, dass es um mehr als Geld geht. Die Sache auf eine Geldfrage zu reduzieren, das ist mir zu eindimensional. Und ganz ehrlich, ist das mit dem Geld nicht vielleicht sogar ein Argument für unsere Sache? Sollten Politik und Verwaltung etwa käuflich sein? Sollten sie immaterielle Güter, die keine Lobby haben und ihnen nicht einmal gehören, bei der ersten Gelegenheit einfach verramschen? Für 10 Cent? Oder für jeden Betrag? Ich denke, tief drin wissen das auch viele EntscheiderInnen und sollten jetzt vielleicht nochmal in sich gehen. Ja, nochmal eine etwas unangenehme Kollision zwischen Anspruch und politischer Realität in Hamburg. Wir sind zuversichtlich und kompromissbereit in die Verhandlungen gegangen, weil auch eine spürbare Reduktion schon Erfolg gewesen wäre. Wir hatten ein paar hochrangige Gespräche, aber die waren enttäuschend. Ich hatte gehofft, dass man zumindest anerkennt, dass unsere Volksinitiative einen echten Leidensdruck in der Bevölkerung manifestiert und dass man mit uns nach einer Lösung sucht. Sehr oft wurden stattdessen die Argumente der Werbeindustrie einfach übernommen und eiskalt Interessenvertretung betrieben. Das Motto vom aktuellen rot-grünen Koalitionsvertrag in Hamburg lautet: zuversichtlich, solidarisch, nachhaltig. Hamburgs Zukunft kraftvoll gestalten. Ich sehe einen Mangel an Gestaltungswillen, rückwärtsgewandte Förderung nicht nachhaltiger Wirtschaftsmodelle, unsolidarische Exklusion von Menschen aus ihrer eigenen Stadt zugunsten von Spam. Die Regierung in Hamburg und alles, was an parlamentarischer Opposition noch wirtschaftsliberaler ist, findet das, was wir wollen, völlig unmöglich. Sehr gute Unterstützung, auch in Form großer Anfragen, bekamen wir dagegen von der Linksfraktion.
Besonders traurig finde ich das Verhalten der Grünen-Fraktion. Das zuständige Verkehrsministerium ist grün geführt. Ich dachte ehrlich, da würden wir offene Türen einrennen. Es geht schließlich um urgründe Belange. Das Finanzministerium liegt bei der SPD, von da kam auch nichts Konstruktives. Stattdessen wurden wir verklagt. Wir wollen dir nur helfen. Unser Gesetzentwurf wird die Welt sicherlich nicht retten. Aber wenn schon dieses einfache Quick Win aktiv verhindert und stattdessen den Werbekonzernen noch die totale Digitalisierung gewährt wird, dann macht man sich klimapolitisch und auch in jeder anderen Hinsicht einfach maximal zum Clown, mit Verlaub. In diesem Zusammenhang bekommt es auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, dass die Werbeverträge kürzlich, also die aktuell noch geltenden, ohne wirkliche Vorwarnung und ohne Ausschreibung um 3 Jahre verlängert wurden, unter Gewährung von Rabatten, die angeblich Corona-bedingt waren, aber nur äußerst vage begründet. Das hat man gemacht, Achtung, um einem Rechtsstreit mit diesen Firmen auszuweichen. Das heißt, gegen eine Volksinitiative ist es okay, irgendwie da noch zu keilen, aber mit den Partnern arrangiert man sich lieber. Ich sehe das, verstehe es aber im Grunde nicht. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum gerade dieses einfache Anliegen für die politische Klasse in Hamburg solch eine Zumutung sein soll. Warum dann nicht mehr Abgeordnete ihre Ehre und ihr Gewissen entdecken? Wenn jemand genauer weiß, wie das läuft, viele Zeitungen haben Portale für Hinweise und sind für das Thema sensibilisiert. Ich bin jedenfalls sicher, die Senatskanzlei hätte in der Zeit ebenso gut erarbeiten können, wie unser Vorhaben möglichst rechtssicher und kostenneutral umgesetzt werden kann. Wenn es wirklich um Bedenken ginge, dann hätte man sie ausräumen können. Ja, es gibt keinen Bedarf für diese Form von Werbung. Sie hilft weder kleinen Betrieben noch Vereinen, die werben wollen. Diese Anlagen sind für das Funktionieren der Stadt weder erforderlich noch unserer Ansicht nach gut. Es ist gerade in der heutigen Zeit ein völlig verkehrtes Signal, sowas noch zu fördern. Und achtet bitte mal darauf, ob irgendjemand freiwillig auf die Dinger schaut. Also nicht in Situationen, in denen sie absichtlich direkt in die Blickachse gestellt werden, wie so oft, sondern freiwillig. Anekdotisch kann ich berichten, dass ich das eigentlich nur gelegentlich bei Kindern beobachtet habe, dass sie länger drauf starren. Sogar verfassungs- und menschenrechtswidrige Gesetzesvorhaben wie die Chatkontrolle werden bekanntlich gern mit Kinder- und Jugendschutz begründet. Vielleicht mag der Verkehrssenator oder einer der Abgeordneten, die ständig von der Kreativwirtschaft reden, die angeblich unter unserem Entwurf leiden würde, mir zur Abwechslung mal erklären, was der pädagogische Wert der tagtäglichen unbegleiteten Zwangsfütterung mit Markenbotschaften ist. Und ich möchte nicht wieder hören, aber meine Kinder haben ein Smartphone, auf dem sie sowieso Werbung sehen. Dieses Argument ist auf mehreren Ebenen hohl. Und ich möchte auch nicht in der Antwort auf eine große Anfrage einen Absatz wie aus einer Broschüre eines Werbeverbands lesen, in dem dreist behauptet wird, minderjährige Personen stellten keine besondere Zielgruppe dar. Aber, könnt ihr alles nachlesen. Aber es gibt Grund genug, guten Mutes zu sein. Und zwar wurde jahrelang auch um ein Alkohol- und Tabakwerbeverbot gerungen. Dabei wurden dieselben Argumente teils ausgepackt, angeblich bedrohte Meinungsfreiheit, bedrohte Wirtschaft. Das wurde mit viel Nachdruck immer wieder vorgeschoben. Politische Connections wurden aktiviert und dennoch endete es mit einem Sieg für die Regulierung. Das macht mir Hoffnung. Die Einschränkung ungebetener Telefonwerbung, ihr erinnert euch sicher alle, oder viele von euch erinnern sich sicher daran, wie das früher war, Postwerbung wie in Amsterdam sind weiter gute Beispiele. Wir meinen, dass der Staat Industrien, auch die Werbeindustrie, im Sinne des Gemeinwohls regulieren darf und muss. Diese Auffassung stützt sich direkt auf das Grundgesetz. Ich habe es extra bei der Bundeszentrale für politische Bildung nochmal nachgelesen. Ja, also Gegenseite sollte sich vielleicht Sorgen machen. Interessant finde ich, wie viele Anknüpfungspunkte das Thema hat. Konsumkritik, Demokratieverständnis und Mitbestimmung, Umweltschutz, Gesundheit, Ästhetik, Stadtplanung, das Verhältnis zwischen mächtigen Partikularinteressen und Gemeinwohl sind für mich zentrale und spannende Aspekte an der Sache. Obwohl die Volksinitiative eigentlich nur auf eine Aufwertung des Stadtbilds abzielt. Vieles ist frustrierend, aber es lohnt sich trotzdem, für eine bessere Stadt zu kämpfen. Je mehr mitmachen, umso besser dürften unsere Chancen sein, doch eine positive Veränderung zu bewirken. Es dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, dass der Trend zur menschenfreundlichen, werbefreien Stadt geht. Die nächste Sammelphase fängt leider frühestens nächstes Jahr an, aber dann wollen wir möglichst gut aufgestellt sein und werden jede Unterstützung brauchen, die wir bekommen können. Als Initiative sagen wir, diese neuen Rahmenbedingungen für Außenwerbung schlagen wir vor. Die Stadt kann dabei nur gewinnen, sie wird nachhaltiger und attraktiver.
Und wer sich dann an einer Neuausschreibung beteiligen will, soll das tun. Aber die Vorgaben sind uns wichtig. Sie sind nicht verfassungswidrig, sondern ein vollkommen legitimer, vernünftiger, progressiver, legaler, demokratischer Gestaltungsvorschlag für die Stadt und meines Erachtens auch aus so vielen Gründen dringend geboten. Danke. Das ist natürlich die wichtigste Folie. Ganz Hamburg kann mitmachen. Also schreibt uns an oder sprecht mich nach dem Vortrag an. Hier sind mehrere Möglichkeiten. Wir sind auf Mastodon vertreten. Du kannst auch einfach eine Mail schreiben. Man kann sich direkt anmelden als Mitstreiterin. Man kann mal auf die Homepage gucken, sich vielleicht den Newsletter holen oder halt den RSS-Feed oder regelmäßig gucken, was sich tut. Aber wir sind auf jeden Fall ansprechbar, wir sind zugänglich und wir freuen uns auf Unterstützung. Fragen? Wenn nicht, also ich werde noch eine Weile hier rumhängen. Und Mastodon ist auch immer. Ja, also die Karte ist öffentlich. Ich werde sie auf jeden Fall zusammen mit den Auswertungstools, die wir gebastelt haben, auf bei Codeberg ins Geoanalyse-Repo stellen. Also zum Beispiel auf dem Rathausmarkt darf man es nicht. Da ist, da sind derartige Aktionen verboten. Aber ja, vielleicht sollte man bei den Fraktionen mal anfragen, ob sie so ein Ding vor dem Fenster haben wollen. Mit Hamburg Werbefrei, also praktisch unsere Marke zu benutzen. Nein, also es gibt ein paar Organisationen, die uns unterstützen, aber das ist natürlich etwas anderes, als wenn jetzt jemand hinkommen würde und sagen, wie, das ist jetzt der neue Trend in der Stadt, darauf springen wir auf. Nein, das gab es nicht. Also in Berlin wurde der Gesetzentwurf auch vom Landesverfassungsgericht geprüft und es wurden Dinge angemerkt, die geändert werden müssen. Die wurden inzwischen nachgebessert und die Erfahrung daraus ist auch in unseren Gesetzentwurf dann sogar eingeflossen. Berlin wird bald in die zweite Phase gehen, wenn ich richtig informiert bin. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.